einen wunderschönen 12. Dezember wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Wir lösen als erstes den Fall von gestern auf. Gestern hatten wir den Fall mit der Frau, die einleiten musste, wollte, durfte und mich dann nochmal gefragt hat, ob ich nicht eine gute Arznei hätte, die ihr da hilft. Und ich habe ihr gegeben Pulsatilla. Und weil es ein hauptsächlich Gemütszustand war, sie hatte ja keine körperlichen Beschwerden, habe ich ihr Pulsatilla C200 gegeben. Dreimal im Abstand von einer Stunde. Und am nächsten Tag ist das Kind auf die Welt gekommen, ganz ohne irgendwelche Zusätze. Und ganz entspannt und war eine sehr, sehr schöne, natürliche Geburt ohne weitere Hilfsmittel. Kann man sich natürlich in dem Fall wirklich auch streiten, ob das jetzt mit dem Mittel zu tun hat oder nicht. Der kleine Hinweis darauf ist, dass sie gesagt hat, sie hat sich nach dem Mittel viel stabiler und ruhiger gefühlt. Auch schon nach unserem Gespräch. Spielt am Schluss ehrlich gesagt auch nur für die Skeptiker eine Rolle, ob es jetzt an Homöopathie lag oder nicht. Für uns ist das eh klar. Aber so eine Fälle können natürlich auch theoretisch Zufall sein. Das ist das Schöne für die Patienten, die dann ihre chronischen Krankheiten mit der Homöopathie loswerden oder die eine schnelle Verbesserung ihrer Schmerzen haben oder die plötzliches Aufhören von Symptomen haben, nachdem sie ein homöopathisches Mittel genommen haben. Für die ist das auch ehrlich gesagt ziemlich egal, ob es jetzt von was kommt. Ne? Und die empfehlen einen ja auch nicht weiter aufgrund einer Metastudie von Australien, ne? Sondern die empfehlen einen natürlich weiter aufgrund dessen, dass niemand ihnen bisher helfen konnte und es ihnen jetzt hilft. So, nächster Fall, wo jemand keine Hilfe mehr bekommen hat und dann bei mir gelandet ist, und zwar einen Zustand nach einer, ja, ich sag mal, verschleppten Grippe. Man ist nicht so ganz klar, ob das vielleicht nicht auch Covid war. Sie hat nicht mehr getestet, aber sie hat sich auf jeden Fall nicht erholt und hatte, sagen wir mal, einen ähnlichen Zustand wie Long-Covid, ohne dass es in dem Fall wirklich eine Diagnose gab. Und deshalb nehmen wir mal den Übertitel nicht erholt von einer Grippe. Auch ob sie eine Grippe hat, ist natürlich unklar. Auf jeden Fall hatte sie irgendeine Form von Erkältung. So. Hab letztens gelernt, dass Erkältung gar kein medizinisches Wort ist. So. Aber glücklicherweise machen wir hier einen Laien-Podcast. So kann ich auch Erkältung sagen. Gut. Auf jeden Fall hatte sie das Hauptsymptom, was sie hat gesagt, sie hat immer noch dieses erschöpfende Schwitzen. Dieses kranke Schwitzen, wo sie sich dann müde fühlt. Also die Kombination aus erschöpft und Schwitzen. Das hatten wir ja schon mal im Podcast, glaube ich, bei Theorie Nummer 9. Aber mit ein bisschen anderen Zustand. Bei ihr hat es auch stark auf den Magen-Darm geschlagen. Und vor allen Dingen so mit Blähungen und dann Durchfall und fühlt sich auch nicht so richtig wohl, hat manchmal so brennende Schmerzen dann im Magen, also relativ viele Magen-Darm-Symptome, obwohl die Grippe selber eine Erkältungsgrippe war, vor allen Dingen so Sinusitis-artige Symptome, also Nebenhöhlenprobleme, die hat sie auch immer noch. Sie hat immer noch das Gefühl, sie hat verstopfte Nebenhöhlen, da fließt nichts vor und nichts zurück. Also wir haben weder diese Schleim, der hinten runterläuft, noch vorne. Wenn sie mal ein bisschen rausschneuzen kann, wechselt das auch die Farbe. Also auch kein guter Anhaltspunkt. Und sie hat gesagt, sie ist relativ genervt jetzt von dem Zustand. Das hat man auch gemerkt. Sie war gerade ein bisschen gereizt, kurz angebunden und hat viel so, wie soll ich das sagen, also so ein bisschen gehässig über das geredet. Also so die Rubrik in der Homöopathie wäre sarkastisch, wobei das ja immer schwierig ist, ob es jetzt wirklich Sarkasmus dann genau ist oder Ironie oder Zynismus, ne? Wenn wir jetzt nicht auseinandernehmen. Aber ich sag mal so, sie hat viel dann auch so, naja, logischerweise bin ich jetzt immer noch krank und ist ja ganz klar, mein Mann, der ist schon wieder gesund und ich seuche immer noch rum, weil, na, und dann hat sie ein bisschen über den Mann geschimpft und hat sie ein bisschen über die Kinder geschimpft. Dann war noch, ich weiß nicht, die Schwiegermutter war noch schuld, irgendwas war noch. Auf jeden Fall relativ unzufrieden und hat sich, also sagen wir mal, auch ein Stück zurecht in der Opferposition gesehen, weil sie hat alle gepflegt, ne? Jetzt sind alle wieder gesund und sie seucht daheim rum und das ist ja nicht, dass der Mann dann nicht mehr arbeiten geht, um die Frau zu pflegen, ne? Wenn das andersrum natürlich so ist, so ein Teil verstehe ich auch, aber das moderate Zustand, also nicht erholt mit diesem erschöpfenden Schwitzen, gereizte Zustände und sie leidet sehr darunter, dass sie jetzt immer das Gefühl hat, sie müsse ja jetzt so viel machen eigentlich, sie hat so viel liegen lassen durch die Pflege von der ganzen Familie, dass sie jetzt eigentlich da dringend wieder, ich weiß nicht, waschen müsste oder irgendwas, ne, und aber sich dazu gar nicht aufraffen kann und dann ist sie gerade noch mehr wütend. Sie hat ab und zu besser mit Bewegung,
Manchmal tut es aber auch dann weh und dann kann sie gar nicht bewegen. Am Körper sonst hat sie lieber Wärme. Auch warme Getränke, warme Essen tut ihr grundsätzlich gut, wobei sie nicht so viel Appetit hat. Also ihr hört auch viele widersprüchliche und wechselhafte Symptome. Wenn es aber ganz schlimm ist, dann hat sie gern ein bisschen frische Luft, aber ja, kein Durchzug. Also ne, irgendwie so in dem Schmerzen, wie gesagt, sind brennend gewesen und ab und zu in den Nebenhöhlen hat sie sogar auch brennen oder sogar pulsieren. Genau. Bin gespannt, was ihr mit dem Fall angefangen hättet. Ich glaube, der ist auch so, sag ich mal, widersprüchlich oder allgemein, dass wahrscheinlich da auch wieder mehrere Arzneimittelvorschläge kommen könnten. Ich denke, dass da auch mehrere Möglichkeiten gegeben hätte. Na, da kann man von, sag ich mal, ganz lokal bis Superkut auch sogar schon eine Nosode hätte man geben können. Habe ich vielleicht gesagt, 2 Wochen nach der durchgemachten Grippe immer noch in dem Zustand, also länger her. Also wäre auch schon ein Fall, wo ich in anderen Fällen vielleicht Tuberkulinum oder Psorinum oder sowas gegeben hätte schon. Habe ich aber in dem Fall nicht. So bin ich gespannt, was ihr für eine Idee hattet. Wobei ihr natürlich jetzt trotzdem auch Tuberkulinum und Psorinum schreiben dürft. Vielleicht sogar mit Begründung. Ne? Dann können wir ein bisschen klugscheißen, ne? In den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich, eure Tipps zu lesen und morgen lösen wir es dann gemeinsam auf. Ich wünsche alles Gute und bis morgen. Tschüss!